Hallo ihr Lieben. Moin Moin. Heute wollen wir euch mal die Best Gadgets 2020 zeigen. Und ob das dazu gehört? Seht ihr nach dem Intro. Genau. Hallo ihr Lieben. Moin Moin. Ja, ihr Lieben, da hat sich einiges wieder angesammelt, was wir euch gerne zeigen möchten. Ja, heute machen wir das mal einmal ganz anders. Heute darf ich kommentieren, mal was sagen. Freddy ist Kameramann. Als wenn es bei mir nicht zu Worte kommt. Okay. Und wir fangen an, wie ihr schon richtig erraten habt, das Bild ist auf unserem Bubi, unserem Kastenwagen und ist eine, also wir finden eine tolle Errungenschaft. Kann jeder Meinung haben, wie er will. Wir finden es toll. Genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch gefällt. Wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein Landschaftsbild haben oder irgendwas, weil es dreht sich ja auch zum Großteil um uns. Und damit uns auch jeder unterwegs erkennen kann, war es eben so ausgefallen. Haben wir übrigens auf beiden Seiten. Ja. Ja, ich musste mich auch erst dran gewöhnen, weil erst habe ich gedacht, ach, nee, aber dann, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, ich hätte lieber in Rund gehabt, aber Rund hat nicht so gut gepasst, dann haben wir es eigentlich genommen. Ja, wir haben ein paar weitere Errungenschaften. Wir machen mal hier halb draußen weiter. Ja, und ich verschwinde jetzt hinter der Kamera. Jetzt. Ab sofort seht ihr nur noch die Uli. Ja, bis gleich. Kommt mit. So, wir hatten mal diese Filztaschen praktisch unter der Dinette stehen gehabt. Kannst du mal zeigen? Zieh uns weiter. War aber ein bisschen ungünstig, weil man da einfach die Luftschnubbel, wie heißt der? Luftauslass. Luftauslass zugesetzt hat und man hat natürlich auch keinen Platz mehr für die Beine. Und dann habe ich mal überlegt, wie man das machen kann. Da habe ich hier die Henkel von dieser Filztasche abgeschnitten. Ganz normale so S-Haken in die Tür gehängt, hier in die Tasche gehängt und dann diese zum Verschließen der Tasche, diese gummiflexiblen Nuppel. Luxus halt, genau. Die genommen, kann man einfach drüber machen, zumachen, da geht die Tasche nicht auf. Und von meiner Schuhgröße passen so 3 bis 4 Paar Schuhe, schmale Schuhe natürlich rein. Aber dann hat man die schon mal aus dem Weg und stört nicht. Außer vielleicht ein bisschen bei der Handbremse, aber ich mache die ja nur morgens einmal raus, dann später wieder rein und dann ist gut. So, das war die Sache. Jetzt müssen wir nämlich rein. Einmal ums Auto. Aber was wolltest du in der schmutzigen Zone noch zeigen? Ach so, ja. Ich wollte das ja nicht zeigen, aber weil das Auto so dreckig ist, weil wir jeden Tag im Prinzip immer durch Matsch und Dreck fahren. Diese Beschilderung ist neu. Also bitte keine Nahaufnahmen. Nicht. Ja, und da oben ist verändert. Ja, und oben haben wir noch ein bisschen YouTube-Zeichen draufgepackt, damit wir auch von hinten zu erkennen sind. So, hier zweite Konterfei, dass man uns auch von 2 Seiten erkennt. So, jetzt gehen wir einmal rein. Achso, mit den Taschen genau das gleiche an der Beifahrerseite. Nur, da sind größere Paar Schuhe drin, da geht die Tasche nicht ganz so zu. So. Und durch den neuen Vorhang. Ach jo, den haben wir ja auch. Da wir unsere Fliegengittertür gecrasht haben, haben wir jetzt diesen ganz normalen Türvorhang für so, ich sag mal, Wohnzimmertüren, ganz normale Türen hier dran gemacht. Man kann hier durch, geht zu. Normalerweise, wenn man gerade steht, geht der automatisch wieder zu. So, dann gehen wir mal rein. Jetzt mit mir. Ja. So, ich laufe hier. So, eine geniale Lösung, wenn wir mal das Licht anmachen. Erstmal natürlich diese Lichtleiste, ist klar, ne? Jo, die Moment, ich muss unter den Tisch kehren. Das müssen wir mal zeigen.
So, viele haben es schon gesehen von euch. Die Decke wegmachen hier. Es geht dann hier auch nochmal so hoch und hier um die Ecke rum. So, jetzt bin ich aber wieder im Weg. Jetzt gehe ich mal ein bisschen noch schon da runter und die Uli wird euch weiter erklären. Ah, und so reißt man dann den Vorhang ab? Na komm, bin ein bisschen dicker. Ja, aber ist kaputt. Ist nur Klett. Ich kann aber auch dass das schon geklettet werden kann. Ja, es ist mit Klett. Alles gut. So, dann haben wir die weitere Variante, weil Freddy immer das Licht, der Lichtpunkt von dem Strom gestört hat in der Nacht. Da gibt es ja mal diesen tollen grünen Punkt. So, wir haben, früher haben wir immer, ich sag mal, alles provisorisch abgedeckt mit einer Pappe im Prinzip, die man hochklappen oder drüber klappen konnte. Jetzt hat Freddy im Internet was gesehen, geniale Lösung. Ist eigentlich für WLAN? Nee, ist eigentlich um die Kamera am Laptop abzudecken. Ach so, um die Kamera am Laptop abzudecken, gibt es diese schönen, so kleine Schiebedinger. Oh, jetzt habe ich den Strom ausgemacht. System muss ich noch lernen. Kann man einfach schön... Da habe ich da oben auch hingemacht. Kannst du noch mal oben zeigen. Das ist ja der Wasserstand eigentlich, aber... Ja, aber das nutzt ja nichts. Eigentlich unwichtig, ja. Genau. So, und hier kann man dann wieder mit einem kleinen Schieber, kleine Idee, große Wirkung, das Licht ausmachen. Kann man für diverse andere Lichter mit Sicherheit auch verwenden. Müssen wir mal weiter gucken, wie. Ja. Dann haben wir natürlich das ganz Wichtige, unser Schwenktisch. Der ist ja auch 2020 entstanden aus mehreren Versuchen und Varianten. Einfach zu drehen, überall hinzudrehen, wie man es will. Einfach wieder ab in die Ecke. Festmachen. Fertig. Sitzt bombenfest. Ja, oben haben wir noch einen Stromanzeiger, die kannst du mal eben zeigen. Ach so, hier ein Stromanzeiger, technisch musst du mehr machen. Ups, noch näher ran. Das ist einfach ein USB-Stecker, der zeigt gleichzeitig den Strom an. 13,2 Volt haben wir jetzt und einen Verbrauch mit diesem Teil jetzt gerade von 0,6 Ampere. Wird irgendwas geladen. So. So, dann haben wir eine Lösung gefunden für unsere Küchenrolle. Weil da hatten wir immer so ein bisschen Probleme, wo wir die hinpacken, weil über den Herd wollen wir sie nicht hängen. Man kann man natürlich, muss man aber immer wegmachen, aber das war uns ein bisschen zu lästig. Dann haben wir dieses Teil hier gekauft. Eine Holzstange mit so Gliedern. Hier kann man, wenn man da draus zieht, kann man die Rolle wechseln. Das muss ich bin gespannt, ob du das reingefummelt kriegst. Doch, kriege ich. So, jetzt ist fest. Und dann hat man hier ganz normal die Rolle und kann dann immer griffbereit Zewa abziehen. Und was mit den Haken? Die Haken? Ich kann es auch immer zeigen, dass die Magnete. Ach so, Magnetleiste mit diesem... Nee, das ist keine Magnetleiste, das ist einfach nur eine Metallleiste. Ach so. Und Magnethaken. Ja, oder so rum. Und mit diesen D3, nee, wie heißt die? Nee, nicht, das ist dieses... Was wir auch schon gezeigt haben, dieses Klebe, diese Klebeband, was da so wieder leicht abzulösen ist und aber super haftet. Auf jeden Fall mit einem super Haftklebeband. So, hier sind die Dinger dran. Haben wir im Übrigen auch die Leiste über die Tür gemacht, wo man dann auch Schlüssel dranhängen kann, zum Beispiel. Gute Lösung, finde ich. So, nächste Variante, bin ich ja ganz stolz drauf. Ich wollte unbedingt auch diese Reagenzgläser haben. Ich finde, das ist wirklich ein super System. Kriegt man im Internet bei dem großen A, kann man das bestellen. Diese Holzklamotte. Hier hat man dann jede Menge, wie viel sind das? 5 Gewürzreagenzgläser. Halten Bomben fest. Und diese Holzklamotte auch mit diesem guten, durchsichtigen, gut haltbaren Klebeband befestigt. Ja. Drehen wir uns einmal um. Habe ich hier eine, ja, wie heißt das? So eine Hängematte
gekauft, die aber schon auch ein bisschen auseinander geht. Aber das ist unser Obstkorb im Prinzip, den wir einmal hier hinhängen, wenn wir fahren. Wenn wir am Platz sind, wird es hier an die Haken gehängt und dann ist es hier auf jeden Fall aus dem Kreuz und nicht mehr im Weg. Neue Variante habe ich entdeckt, es gibt auch diese Netz-Einkaufstaschen. Die sind größer und stabiler. Kann man auch nehmen. Wäre auch billiger. So, nächstes haben wir den Projektor, den haben wir ja auch, glaube ich, schon ein bisschen länger, oder war der auch im letzten Jahr? Ich glaube, im letzten Jahr. Oder der Beamer ist halt ja im Prinzip, dass wir dann auch hier schön, ich sag mal, Kino-Feeling haben im Auto. Mit einer, ja gut, das ist jetzt wieder Technik, das musst du jetzt wieder erklären. Ja, das ist eine Box mit Alexa, aber Alexa zum Knöpfchen drücken, also nicht einfach durch Anruf, sondern durch Drücken. Und damit kann man schön Musik per Bluetooth oder per WLAN sich holen. Also eine WLAN-Box halt, Musikbox, super Sound, sieht auch optisch ganz gut aus. Habe ich aber auch einen extra Film drüber gemacht. Ja, es ist auch wunderbar. Und dann haben wir unsere Variante, unsere Leinwand, war ja eine Schiene mit ja, diesem Leinwandstoff im Prinzip. Da haben wir aber festgestellt, dass man da die blinkenden Türgriffe immer so dumm dadurch sieht. Da kann man mal durchgucken. Ja. Kann also. Man alles sehen, kann man durchgucken. Ich meine, war eine gute Lösung. Aber wir haben jetzt eine feste Leinwand, die... Aber nichts verraten, darüber mehr kommt ein Film von. Genau, die wir dann irgendwann noch montieren müssen. Aber da gibt es einen neuen Film, das macht Freddy. Weil ich kann das nicht. Ich weiß nicht was. Ja. Ja, und im Prinzip... Das kannst du nicht dieses Jahr oben noch, das ist auch neu dabei gekommen, weil wir gehen ja auch auf Sicherheit. Ach so, jo. Und das wird wahrscheinlich unser nächster Film werden. Ich hole mich mal eben ins Bild wieder zurück, Moment. So, da bin ich jetzt auch. Da wollen wir dann im nächsten Film mal was machen über Brandsicherheit. Ist ja ein bisschen mein Job geworden auch. Und ich habe mir da einiges so an Erfahrung schon rangeholt und vermittelt das immer ganz gerne bei Unterweisungen. Und das möchte ich dann ganz gerne jetzt auch mal als Film machen, dass wir mal zeigen, Brandschutz im Kastenwagen, Wohnwagen, Wohnmobil. Also da gibt es da schon einige Sachen drüber, aber einige Sachen müssten da auch ergänzt sein. Und das möchte ich ganz gerne dann machen. Das kommt aber noch. Aber auf jeden Fall ist der schon mal ganz schick, weil der ist nämlich schön handlich klein. Da ist meine Hand mal daneben. Der da fällt überhaupt nicht auf. Kostet 68 Euro. Auf der Messe in Düsseldorf den Tipp gekriegt, dass man so einen kleinen Rauchmelder reinsetzen kann. Alles Weitere und von wem wir den Tipp haben, natürlich dann, wenn wir den Film machen. So, was hast du noch Schönes? Eigentlich gar nichts mehr, ne? Echt? Soll das sagen, dass wir die Schlussrunde jetzt hier? Ja. Ja, dann kommen wir wieder hier ran. Ja, war jetzt mal so eine kleine Geschichte, eine kurze, was wir alles Neues hatten. Wie viele Gadgets sind das jetzt? Habe ich nie mitgezählt. So, das machen wir im Nachhinein noch. Das werden wir dann noch verlinken dann entsprechend. Zumindest als Titel machen. Unsere Best, sagt man ja immer so, man soll eine Anzahl machen. Dann kommen die Leute am meisten auf den Sinn. Ja, wir probieren das mal. Ja, schauen wir mal. Aber wirklich hier dieser Gadget, was Freddy im Internet gesehen hat, hier mit dieser Lampenabdeckung, finde ich echt eine geniale Lösung. So, kann ich ja nochmal zeigen. So, das ist hier so. Moment, sieht man so? Ja. So. Ja, komm schon. Oh. So. Also das finde ich eigentlich ganz pfiffig. Gut, ich gebe es so im Internet gefunden, aber ich gebe es auch gerne weiter. diese Dinger, die kosten, was habe ich bezahlt, 2,30 Euro oder was, ja, für vier Stück, kosten gar nicht so viel und sind ursprünglich dafür gedacht, dass man vorne beim Laptop oben die Kamera mit zumachen kann. Weil es gibt ja so ein paar fische Kerlchen, die loggen sich in den Rechner ein und filmen dann alles, was passiert, wenn ihr den Laptop im Schlafzimmer offen stehen habt und der ist angeschaltet und die macht irgendwelche Sachen, die vom Schlafen abweichen, also vom
regulären Schlafen abweichen. Dann filmen die das und setzen euch ins Internet. Aufpassen. Eine Sache fällt mir doch noch ein. Ja. Weil die im Schrank verbaut ist. Oh, ja, stimmt. Ja, wir hatten ja mal damals, wo wir die... wir hatten ja mal die Idee gehabt, hier eine Couch hinzumachen. Da haben wir auch gemacht. Haben wir aber festgestellt, dass das eigentlich blödsinnig war. Hat einen kleinen Tisch gemacht. Und den haben wir jetzt zweckentfremdet. Hier reingebaut. Dass wir hier praktisch zwei Etagen haben, um was hinzupacken. Und hier Bücher, Lampen, größere Teile an die Seite. Ja, das war dann mein Wunsch, weil man einfach besser den Platz ausnutzen kann. Ganz einfach, darum ging es. Und wer hat es gebaut? Ich habe es gebaut. 3D hat es gebaut. Ja, und so die kleine Flackerlampe kannst du auch mal zeigen. Da, guck mal. Welche? Die? Ist aktiv, ja, aber die, nee, die ist nicht aktiv. Der kriegt ja kein Licht. Ach so. Das ist eine Solarlampe. Ein Ding habe ich doch noch wieder vergessen, weil ich das hier in der Tasche habe. Oh ja. Wir sind auf den Putzfuchs gekommen. Jetzt brauchst du noch Werbung dafür. Ja, das ist ja auch ein guter Lappen. Hier die Sachen, wenn man, ich sag mal, wirklich Cockpit sauber machen möchte, die Küchenzeile, alles abwischen möchte. Man braucht keine Reinigungsmittel, man macht halt wirklich nur mit Wasser. Näheres, ich möchte jetzt hier auch keine Verkaufsveranstaltung machen, könnt ihr euch auf der Seite natürlich durchlesen vom Putzfuchs. Ja, also ich möchte auch darauf hinweisen, wir sind nicht gesponsert oder irgendwas. Wir haben auch nichts zugeschickt gekriegt. Das haben wir für teuer Geld gekauft. Für zwei Lappen irgendwie 46 Euro oder was, ne? Ja, 46 Euro. Ja, ich habe erst ein bisschen geschluckt. aber als Uli mir das dann präsentiert hat, war ich eigentlich gut angetan von. Also die hat mein Auto sauber gemacht, also die Armatur im Auto, da kriegt sie mich immer mit und die ist heute noch sauber. Ja, Armaturen mittlerweile drei Wochen her, ne? Verstaubt mehr. Verstaubt nicht wirklich so. Also ich meine auch, das hat nicht so beschlägt, das Auto. Eine gute Lösung ist auch, wir haben bei uns auf der Terrasse eine Plane, LKW-Plane, als ja, Verdeck im Prinzip. Nee, wie heißt das dann? Als, um dazu zu machen. Mit so, also Kunststofffenster einsetzen. Wir haben das mit Spülmittel versucht, alle sauber zu machen. Funktioniert nicht. Dann habe ich das wirklich mal hiermit probiert. Das ist einwandfrei geworden. Jetzt muss ich nur noch vier Seiten machen. Nee, drei Seiten, ne? Ja. Drei Fenster. Du. Oder mache ich im Frühjahr. Aber das wird wirklich sauber. Wir waren echt erstaunt. Ja, genug Werbung gemacht. Ja, genug Werbung gemacht. Gut. Wir kriegen da nichts für. Die anderen, die alle so präsentieren, die haben das zumindest zur Verfügung gestellt gekriegt. Aber ihr kennt uns ja. Wir machen das ja nicht, um Geld zu verdienen und um irgendwelche Sachen uns zu besorgen, sondern wir machen es, weil es uns gefällt. Richtig. Und Bock drauf war. Ja. Oh. Und auch gut für die Kunststoffscheiben im Auto. Auch, genau. Ja. Ja, das war's eigentlich, ne? Bevor ich noch einen längeren Arm kriege. Genau. Ich würde sagen, das war unsere chaotische Gadgets-Runde 2020. War das schon wieder chaotisch? Ich glaube, ja. Ist egal, so sind wir. Ja, da hättet ihr mal im Vorspann sehen, so wie chaotisch das war. Nein! So, ja. Ich würde sagen, viel Spaß damit. Bei Fragen immer in die Kommentare. Gerne einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr auch tolle Ideen habt, dann schreibt sie ruhig in die Kommentare. Wenn wir es umsetzen, werden wir da auch mal was drüber machen. Das wäre nämlich auch mal eine ganz witzige Geschichte, ne? Ja. Ja. Und ansonsten wieder mal ein Zuruf ans Volk. Daumen nicht vergessen. Habe ich doch gerade schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja. Hast du auch abonnieren gesagt? Abonnieren nicht vergessen und in die Kommentare schreiben. Habe ich halt schon gesagt. Das letzte wollte ich sagen. Ja. Ich wollte nur noch zeigen, dass es noch chaotischer geht. Ja, wir hoffen, ihr habt wieder Spaß damit und wir sehen uns. Ja, somit. Und tschüss in die Ferne.